Feuer ist ja ein Chaosprodukt. Das heißt, es ist nie gleich. Auch wenn ich jetzt jede Woche zu einem Carport fahren würde, wäre das immer anders. Und das finde ich cool. Mein Name ist Patrick Koburger, ich bin 34, ich bin Polizist, das Ganze bei der Polizei Sachsen. Und hier bin ich als Brandursachenermittler tätig. Hab eine ganz normale Ausbildung zum Polizist gemacht, mittlerer Dienst, und habe dann später nochmal eine Zusatzausbildung zum Brandursachenermittler gemacht. Hier sind wir in der Polizeidirektion Zwickau. Wir hier in Zwickau sind wirklich 24/7 immer erreichbar, schreiben unsere Berichte, wenn es jetzt nicht brennt, werden dann alarmiert über den Kriminaldauerdienst. Es hat gebrannt, irgendwo, irgendwas. Schaut mal bitte nach, warum das gebrannt hat. Für mich ein sehr schöner Mischmasch zwischen Büroarbeit, wo man sich die Zeit selber auch mal ein bisschen einteilen kann, das ist ganz schön. Und zum anderen reizt mich halt einfach der Einsatz draußen. In Liechtenstein, also bei uns hier im Nachbarort, da hat eine alte Diskothek gebrannt. Weil der Dachstuhl halt brannte, ist er dann irgendwann eingestürzt. Die Diskothek war, wie man es jetzt am Zaun hier schon sieht, quadratisch. Und der Spitzboden müssen wir uns jetzt vorstellen, ungefähr so auf Höhe der Bäume. So hoch war das Dach ungefähr. Und das brannte in voller Ausdehnung. Und ich war aber zum Glück schon so zeitig da, dass ich wusste, dass der Brandausbruchbereich woanders war. Und erst während der Arbeiten dort vor Ort hat sich der Dachstuhl entzündet. Das ist da auf der einen Seite natürlich super gefährlich, auf der anderen Seite perfekt, weil ich weiß, beim Dachstuhl muss ich nicht suchen. Wir schauen uns die Gegebenheiten an, das Gelände, ist da elektrischer Strom, wird da mit Chemikalien gearbeitet. Machen uns erstmal ganz kriminaltechnisch einen Überblick über den Bereich. Meistens ist da, wo der größte Schaden ist, auch irgendwo die Brandentstehung zu suchen. Dann erzählen wir mit den Leuten, machen schon kleine Befragungen, wie denn ihr Ablauf ist. Und so versuchen wir dann Stück für Stück rauszufinden, erstens, wo hat es gebrannt und in der Nachfolge dann, warum hat es gebrannt. Meine Emotionen versuche ich grundsätzlich klein zu halten, im Zaum zu halten. Ja. Also das tatsächlich sachlich und fachlich so gut wie es geht abzuarbeiten. Gelingt einem, denke ich, im Laufe der Berufszeit immer besser. Ja. Am Anfang, also ich mache das seit 2020, da war ich natürlich noch ein bisschen aufgeregter als jetzt. Hier bringen wir auch wirklich oft Brandrückstandsproben oder Brandschutt mit, den wir einfach im Labor noch mal genauer untersuchen müssen. Und dann machen wir manchmal hier auch Brandproben, also von Flüssigkeiten oder von Kunststoffen, um dann auch eine Gefahrenprognose mitschreiben zu können. Mein Hobby ist der Triathlon, Schrägstrich Marathon oder einfach Rennen. Das ist ein riesengroßer Ausgleich, ein Ventil oder einfach eine körperliche Belastung, eine andere körperliche Belastung ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Mir macht es erstens Spaß, es ist gut für den Körper, es ist ein Stück weit Freiheit für mich im Wald oder auf einer kleinen Straße zu rennen oder Rad zu fahren. Und ich denke, das ist nie verkehrt und tatsächlich auch wichtig für die Psyche. Die Parallelen von Sport zu Beruf sind, dass man einfach mit einem kontinuierlichen Training die Kontinuität auch in den Berufsalltag mit reinziehen kann, dass ich jetzt bei Rückschlägen nicht sofort sage, oh, scheiße, nervt mich, ich lasse es sein, sondern dass ich da einfach gelernt habe, dran zu bleiben und mich reinzubeißen. Und jetzt bin ich Brandursachenermittler und das ist einfach ein schöner Mischmasch zwischen Büroarbeit und Außendienst. Und ich muss sagen, das finde ich mega cool und ich hoffe auch ehrlich, dass ich das jetzt noch 35 Jahre machen kann oder was weiß ich, wenn ich in Rente gehe.